Das ist unser neuner Eisen zum Feuerholz machen. Schöne Axt mit einem Metallstiel rangeschweißt. So macht man Schleizen Kabort auf. Hallo alle zusammen, ich begrüße euch zu meiner allerersten Videofolge diese Woche. Und zwar ging es ja heute darum, wer ich bin, wo ich herkomme, was ich mache, warum ich es mache und um meinen Nissan geht's, was ist drin im Groben, das erzähle ich euch heute. Ich habe den Waldo kennengelernt, der Christian Kögler, ich weiß gar nicht mehr wann es war, in welchem Jahr. Jedenfalls war der in Australien, hat dort den Driftsport kennengelernt und hat hier angefangen, genau so ein Auto, ein Nissan 200X S13 aufzubauen und hat gesagt, er will das auch auf der Rennstrecke nur noch ausleben, weil es auf der Straße einfach zu gefährlich geworden ist. Und er hat eine Karosse gekauft, weil sein Auto kaputt war und ich habe ihm nach und nach geholfen, den Motor wieder einzubauen, das Auto flott zu machen. Und da hat er mich das erste Mal mitgenommen, um das Auto zu testen, nach Berlin an die Templiner Kartbahn, so hieß die, glaube ich. Und dort sind wir das erste Mal gefahren. Ich habe gedacht, na, driften, was ist das überhaupt? Wir rutschen mal um eine Kurve und bin das erste Mal mitgefahren und war total überrascht, wie aggressiv, schnell und was eigentlich für ein geiler Sport ist. Und da hat mich damals sogar selber mal fahren lassen. Ich glaube, ich war 15 oder 16, ja, habe mich halt nur gedreht, habe dann vielleicht geschafft, eine Kurve gerade so zu driften, bin vorher noch nie Auto gefahren. Und ja, so kam ich eigentlich zum Driftsport, bin dann Jahr für Jahr bei Christian immer wieder mitgefahren, habe ihm bei Rennen geholfen. Er war 2011, wer es vielleicht noch weiß, hieß die deutsche Serie damals IDS und ist dort Vizemeister geworden. Wir waren eigentlich immer nur zu zweit unterwegs, haben immer im Bus gepennt, habe ihm auf jedem Event geholfen, Reifen wechseln, wenn was Technisches war. Also bin eigentlich als Mechaniker in den Driftsport eingestiegen. Da ich es so cool fand, habe ich mir nebenher 2009, bevor ich überhaupt einen Führerschein hatte, mein eigenes Auto gekauft. Genau dasselbe steht hier drüben im Carport. Habe ich also noch. Und habe nach und nach angefangen, das umzubauen. Habe als allererstes einen BMW-Motor eingebaut. Warum? Ja, es war halt billig. Und es hat dann nur 4 Jahre gedauert, bis ich so viel gespart hatte und das Auto so weit hatte mit allen Sicherheitsvorkehrungen, dass ich selbst an einem Rennen teilnehmen durfte. Das war 2013 in Poznan in Polen. Konnte mich dort sogar in meinem ersten Rennen auf Gebrauchtreifen und wirklich grob zusammengeschusterten Auto qualifizieren. Hatte dann aber leider in Top 32 Motorschaden, weil wir damals gedacht haben, einen Original BMW Motor bis 8000 Umdrehungen mit Turbo drehen zu lassen, ist cool. Klang auch cool, ging auch gut, aber halt nicht so lange. Ja, und dann hat sich die ganze Sache Stück für Stück aufgebaut. Man ist mit seinen Aufgaben gewachsen und mittlerweile fahren wir seit 2015 Driftmasters European Championship. Damals war die Serie noch eine rein polnische Serie. Bin dann 2016 Drift Allstars, die letzte Saison, wo es noch Drift Allstars hieß, mitgefahren, mit James Dean unter anderem, mit den ganzen Topstars. Habe es dort sogar einmal in Ungarn aufs Podium geschafft, immer noch super stolz drauf. Und ja, seitdem eigentlich wieder bei Drift Masters unterwegs, die mittlerweile die größte europäische Serie ist. Also es gibt in Europa meiner Meinung nach nichts Höheres. Sind dort seit Jahren unterwegs und letztes Jahr Gesamtwertung 13. Also sind immer im guten vorderen Mittelfeld, würde ich sagen. Voriges Jahr sogar einmal einen 4. Platz erreicht, den Block im Stadion. Ja, so viel zu mir. Es wächst jährlich stets und stets. Das Auto, ich selber, ist ziemlich schwierig, wenn man noch normal arbeiten geht, wie ich als Kfz-Mechatroniker, 8 Stunden am Tag. Sehr aufwendig, aber es ist mittlerweile Teil meines Lebens geworden. Meine mittlerweile Frau unterstützt mich da tatkräftig. Da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das so durchziehen kann. Und ja, ich und Driften ist, ich habe zwar Sponsoren, versenkt trotzdem mein komplettes privates Geld darin. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal ein bisschen grobes Auto, was dran ist, was drin steckt und ja, fangen wir an. Oh Gott, das war immer. Es war schlau, die Tür auf volle Breite zu bauen, hängt ja ganz schön durch. Das ist unser neuner Eisen zum Feuerholz machen. Schöne Axt mit einem Metallstiel rangeschweißt. So macht man Schleizen Kabort auf.
sind das für Türen da drauf? Ach, meine Alten. Hier seht ihr meine Anfänge. Das ist mein allererstes Auto, was ich mir mit 13 gekauft habe. Ist hier noch im Carport eingefärscht. Sind ein paar Ersatzteile drauf, die ich vielleicht irgendwann mal nie wieder brauche. Und der Plan ist eigentlich, das mal wieder zu bauen. Einen Motor rein mit so 300 PS, um einfach Trainingsevents zu fahren, Spaß zu haben. Aber ja, Zeit ist wie immer nicht genug da. Ja, so hat es angefangen und ich denke, zu dem Auto, was wir euch jetzt zeigen, sieht man eine deutliche Steigerung. Das ist mein aktuelles Einsatzfahrzeug, ein Nissan 200X S13, der original eigentlich die Klappscheinwerfer hat. Ich habe es umgebaut auf S15, weil es optisch mir persönlich einfach besser gefällt. Ja, Geschmackssache, alle Geschmäcker sind gleich. Ja, zum Chassis selber, wie gesagt, S13 ist komplett alles nachgeschweißt, jedes Chassisrail, jede Klebeverbindung komplett, Karosse nachgeschweißt. Käfig habe ich selber reingebaut, eigentlich alle Umbauten mache ich an dem Auto selber. Ja, zum Antriebsstrang, wir fahren einen Toyota 2JZ, ist, wie man am Ventildeckel sieht, kein Turbomotor original gewesen, ist ein Saugmotor gewesen, den wir auf Turbo umgebaut haben, hat Kolbenbleule drin. Ja, da wird es noch mal ein Video geben, wo ich euch genaue Specs dazu gebe. Getriebe fahren wir seit diesem Jahr ein GeForce Dockbox Vierganggetriebe, um die ganze Leistung auch, ohne dass was kaputt geht, nach hinten zu bringen. Was war vorher? Vorher bin ich ein originales BMW Getriebe gefahren aus dem E60, ein Sechsgang. Das ist so ziemlich, ja, ich will jetzt nichts Falsches behaupten, aber das stärkste mit Seriengetriebe, was man für einen normalen Geldbeutel noch kaufen kann. Normaler Geldbeutel heißt in dem Fall ungefähr? Das Getriebe hat so zwischen 500 und 600 Euro, kriegst du das auf eBay oder gebraucht. Ja. Genau. Weiter nach hinten geht's, speziell angefertigte Kardanwelle, dann haben wir ein Winters Quick Change Differential drin, wo man die Übersetzung recht schnell ändern kann. Ja, fahrwerkstechnisch fahren wir eigentlich ringsrum Weißfab, vorne wie hinten, vorne das V2-Kit mit Lenkgetriebeversetzung. Viel Suspension drin, dieses Jahr ganz neu, zweifach verstellbar. Wir hoffen uns jede Menge mehr Grip davon. Was gibt es noch zu sagen? Ja, hier vorne sehen wir nur Ladeluftkühler von FMIG. Ölkühler, Wasserkühler ist im Kofferraum hinten, zeige ich euch gleich nochmal. Dann fahren wir 59 Northwheels. Ziemlich geile Felgen, also mir persönlich gefallen sie richtig gut. War voriges Jahr das erste Jahr, dass ich mir einen Satz Felgen fürs ganze Auto gekauft habe, nicht nur zusammengestückeltes Zeug war. Hat es wirklich gebracht, man hat immer dasselbe Gefühl, weil selbst eine Felgenbreite macht was beim Fahren aus, hätte ich auch nie gedacht. Sieht gut aus und ja, 59 Northwheels nur zu empfehlen, geile Felgen. Wir versuchen natürlich, weil wir es gerade vom ganzen Fahrwerk und so haben, ich denke, wir werden noch mal ein Video machen, wo ich alles vielleicht noch mal genau erkläre zum Setup. Was ist wirklich in der Vorderachse drin? Was für Felgen? Wie viel Offset? Etc. Antriebswellen. Da machen wir noch mal ein extra Video, um euch wirklich im Detail zu zeigen, was im Auto steckt. Zum Motor und Turbo, oder ich würde sagen, zum kompletten Motorraum. Was für Turbo-Setup? Was für Westgates? Wieso? Weshalb? Warum? Werden wir auch noch mal ein extra Video machen, weil ich denke, das wird jetzt einfach zu viel Information auf die kurze Zeit. Da langweile ich euch nur mit 30 Minuten Palaver. Ja, gehen wir mal zum Kofferraum. Im Kofferraum haben wir, wie gesagt, den Wasserkühler sitzen, zwei fette Lüfter dran, weil beim Driften quer viel Luftzug hat man nicht. Das machen eigentlich alles die Lüfter. Servopumpe elektrisch, auch im Kofferraum. Ganz normal FIA-Tank mit Aluhülle, wie es im Reglement vorgeschrieben ist, abgetrennt von der Fahrerkabine. Hat uns der Max von Classic Construction extra eine richtig geile Trennwand gebaut mit der 84 drin, richtig gut. Ja, Ausgleichsbehälter fürs Wasser, links und rechts die Ausgleichsbehälter für die Stoßdämpfer zum Einstellen. Hier unten seht ihr noch elektrische Wasserpumpe. Ja, ansonsten alles relativ spartanisch gehalten. Licht und Bremslicht geht, wie im Reglement vorgeschrieben. Ansonsten Außenhaut, so ziemlich alles aus Plaste. Original ist eigentlich nur noch die Türen. Das sind die originalen Blechtüren, allerdings innen alles ausgeschnitten, um da noch ein bisschen Gewicht zu sparen. Und das Dach ist noch aus Metall. Ansonsten wirklich alles GFK, ist ein Origin Labo Kit mit 75 mm Verbreiterung vorne wie hinten.
Ja, und dann würde ich sagen, zeige ich euch noch mal kurz den Innenraum. Wir haben, wie vorgeschrieben, Schalensitze mit den Ohren hier oben, um einfach die Kopfstabilität zu garantieren. 6-Punkt-Gurte in Carbon, Armaturenbrett von HGK, da hat mal kurz der Ochs gehackt, aber sieht halt auch gut aus. Ja, ansonsten sehr spartanisch gehalten, meine Schalter und alles habe ich oben am Käfig, damit es unten einfach sauber ordentlich aussieht. Handbremse fahre ich, Originalposition finde ich für mich persönlich einfach cooler wie das Stehende, komme ich besser mit zurecht. Ja, wie gesagt, Käfig, alles selber gebaut, noch Originalpedalerie. Ja, viel mehr gibt es zum Innenraum nicht zu sagen. Feuerlöschanlage drin, Batterie hinterm Beifahrersitz. Aber auch dazu würde ich sagen, da gebe ich euch nochmal einen Einblick, was man genau beachten muss, was sicherheitsrelevante Sachen im Auto sind, um im Driftsport einzusteigen. Finde ich auch persönlich sehr wichtig. Ich hatte da schon mal die ein oder andere schlechte Erfahrung mit Unfällen. Ich denke, da kann ich ganz gut was dazu sagen. Da machen wir euch aber, wie gesagt, nochmal ein extra Video. Ansonsten war es das erstmal grob zum Auto. Viele fragen sich noch, warum Max die 84? Nein, ich bin nicht Baujahr 84, 92. Und ja, Baujahr nimmt irgendwie jeder als Startnummer. 8 war schon immer, schon in der Schule, einfach meine Lieblingszahl. Deswegen die 8 vorne dran. Und mit der 4 hatte ich in meiner aktiven Fahrradkarriere immer Glück. Wenn ich die Zahl hatte, hatte ich eigentlich oft gewonnen. Hatte ich einfach das Gefühl, das ist meine Glückszahl, deswegen die 84. Und ja, soweit für diese Woche. Und ich würde sagen, um den Bogen erstmal nicht zu überspannen, nicht, dass ich es dann nicht schaffe, würde ich sagen, alle 4 Wochen oder einmal im Monat versuche ich ein neues Video zu machen, wenn ich mich daran gewöhnt habe, immer alles mitzufilmen und zu erklären. Vielleicht auch öfter, aber ich will jetzt nicht zu viel versprechen, nicht, dass ich euch dann enttäusche. Und ja, dann versuchen wir viele kleine Videos für euch zu machen, wo wir ins Detail gehen, was das Auto angeht, Setup-mäßig, Motor-Setup-mäßig, Sicherheit, wie gerade schon gesagt, ich würde sagen, je nachdem. Dann gehen jetzt auch bald, trotz diesem ganzen Quatsch, der draußen rum gerade passiert, die Rennen wieder los, wo ich versuchen will, euch einen kleinen Einblick zu geben, was gehört wirklich dazu, zu einem Rennen zu fahren, was man alles mitnehmen sollte oder was ich empfehlen kann. Da versuche ich euch auf jeden Fall hinter die Kulissen mitzunehmen, auch was beim Rennen abläuft, Briefing etc. Ich denke, da können wir ganz gut euch noch was zeigen. Und ja, wenn ihr noch Vorschläge habt oder was ihr gerne sehen wollt, einfach unten drunter kommentieren und auf jeden Fall abonnieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Danke, bis dahin.